Ein neues Jahr, die gleichen Fragen. Im Landtag geht die Aufarbeitung der Polizeiaffäre weiter. Geladen ist der ehemalige Staatssekretär im Innenministerium. Der zeigt sich erschüttert über die Vorwürfe der sexuellen Nötigung gegen den suspendierten Inspekteur der Polizei. Es ist schon bezeichnend, dass man alleine aus dem Dienstlichen und Fachlichen nicht auf den Menschen insgesamt schließen kann. Doch auch im Innenministerium selbst gibt es Ungereimtheiten. Warum etwa blieb monatelang geheim, dass der Innenminister selbst ein Anwaltsschreiben des suspendierten Inspekteurs an einen Journalisten weitergeben ließ? Im Innenministerium entschied man sich, dies auch auf Presseanfragen nicht öffentlich zu machen. Eine Entscheidung, die man getroffen und beibehalten hatte. Württemberger sagte, er habe eine Nebelkerze geworfen und ist trotzdem der Meinung, nichts Strafbares getan zu haben. Auch ein weiterer Spitzenbeamter wurde angehört. Der frühere stellvertretende Landespolizeipräsident hatte zuvor von einer Zielvorstellung des Innenministers gesprochen, wie der Posten des Inspekteurs der Polizei besetzt werden soll.